begrüße alle Hörer und natürlich Zuschauer hier bei uns im LLB Lotusblüte Radio und TV. Mein Name ist Sanara Angelika. Ich denke, ganz viele kennen mich schon, denn heute haben wir wieder mal einen Studiogast hier zu uns eingeladen. Und dieser Studiogast, der kommt mit etwas ganz Neuem und jedoch nicht Neuem. Lasst euch mal überraschen, was uns heute erwartet. Ich kann nur sagen, es ist wirklich sehr, sehr interessant und wir können heute alle wieder ganz viel lernen. Jetzt grüße ich erstmal meinen Studiogast Roberto Antela Martinez. Hallo. Hallo Roberto, du bist heute zu uns gekommen, hier ins Studio, und ich denke, du hast etwas ganz Wunderbares entwickelt. Jedoch bevor wir darauf kommen, möchte ich dich erstmal fragen, etwas zu deiner Person. Wer ist denn Roberto Antela Martinez? Ja, Roberto Antela Martinez ist ein Spanier mit indianischen Vorfahren, mit indianischen Wurzeln, mit ungefähr 13. Lebensjahr lebe ich in Deutschland. Und ja, mein Leben war geprägt von Schmerzen, Operationen und Medikamenten. Ui. Du warst krank, also ja. Könnte man es so sehen. Magst du darüber etwas berichten? Ja, gerne. Ich bin ja schon krank auf die Welt gekommen. Also mein Körper war vergiftet, als ich geboren wurde, zu 70%. Und darauf verbrachte ich ein knappes Jahr in der Intensivstation der Kinderklinik. Und bis kurz vor Weihnachten ungefähr meine Mutter mich eigenverantwortlich mit nach Hause genommen hat. Mit der Begründung, wenn mein Junge stirbt, dann soll er es zu Hause machen, aber nicht in der Klinik. Und ein Jahr ist schon lange genug. Aber ich habe es überlebt, wie man sieht, aber mit unheimlichen Schmerzen, Operationen, Medikamenten und vielen, vielen Krankheiten. Darf ich mal fragen, wodurch diese Vergiftung kam? Ja, meine Mutter hatte eine Schwangerschaftsvergiftung. Ah. Ja, und durch die Muttermilch. Ja. Ja, innerhalb von Tagen. Oh ja, das ist mit Sicherheit. Kommt selten vor, jedoch, das ist natürlich, glaube ich, sehr selten, gravierend. Ja. Gott sei Dank ist es selten, ja. Gott sei Dank, ja, genau. Aber sehr, sehr gravierend. Das kann ich mir vorstellen. Ein Jahr in der Klinik, das will was heißen. Und es hat dich auch begleitet dann so durch dein Leben. Ja, also gute, beinahe mein ganzes Leben, so 20 Jahre, hat ja die Schulmedizin sehr vieles probiert, mir zu helfen. Also sie hat zum Teil wirklich ihr Bestes gegeben, muss ich immer wieder dazu sagen. Aber sie konnte mir eben nicht heilend helfen. Ja. Ich bekam Asthma, ich bekam eine ganz starke Pollenallergie, die 16 Jahre anhielt. Eine unvorstellbar starke Migräne, die 30 Jahre anhielt. Jeden Tag heim von der Schule ins Kinderzimmer, Fenster zu, nassen Waschlappen auf die Augen, ja, und Schmerztabletten. Oh ja, und dann wurde mir immer mehr vom Darm entfernt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und einen Hörsturz bekam ich auch. Also es kam immer was dazu. Ja. Und mit 20 war ich, wie man so schön sagt, austherapiert. Und da habe ich für mich selber entschlossen, es muss eine andere Möglichkeit geben. Also das kann es ja nicht sein, das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass ich mich durchs Leben quäle. Ja, und dann begann ich mich einfach für alles zu interessieren, was mit ganzheitlicher Heilung zu tun hat, mit Naturheilkunde, Alternativen, Medizin und so weiter. Und es begann eine knapp 30-jährige Suche in vielen Orten dieser Welt. Ja, ja, ja. Du sagst ja immer, du bist Spanier. Genau. Mit indianischen Wurzeln. Ich glaube, da steckt es auch so ein bisschen dann schon drin, indianische Wurzeln. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, vor allem, wenn man ab und zu drüben war, hat man schon so ein bisschen zu dem Bezug. Ja. Zu dieser Alternativmedizin, wo ich aber früher nichts davon so hielt. Ja. Ja, ich wuchs hinein in diese Materie. Es war ein langer Demutsprozess. Ja, Gott sei Dank hat es aber funktioniert am Endeffekt. Das ist das Wichtigste. Roberto, du hast ja nun eine Technik entwickelt, die SAT-Technik, ja. Selbstheilungstechnik, nochmal für alle, die nicht wissen, SAT, Selbstheilungstechnik. Ich denke, das war auch der Grund, dir ging es nicht gut, von der Schulmedizin austherapiert, genau. Man wusste nicht mehr weiter, außer jetzt noch für diverse Medikamente, nehme ich mal an. Exakt, jawohl. Ja, und da eben halt dann zu schauen, ja egal, was ich jetzt noch mache, nichts kann schlimmer werden. Richtig. Und dann hast du dich auf diese Technik oder auf viele Techniken mal eingeschossen, will ich mal so sagen. Magst du mal darüber berichten, wie du dazu kamst? Ich
ich ging in die Büchereien, Buchhandlungen, Bibliotheken und schaute, suchte Bücher, die mit Naturheilverfahren und so weiter mit zu tun haben, hatten. Und in einem stand drin, die Schamanen, die Medizinmänner in Nordamerika haben manchmal Techniken, die helfen, wo die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß. Mhm. Das war eigentlich so der erste Anlaufstelle. Mhm. Und so begann so ganz, ganz langsam diese Reise nach Nordamerika. Ich ließ mich dann, also ich lernte ungefähr 21 Heilweisen kennen, ja, 1000 alte Heilweisen lernte ich ungefähr kennen in 30 Jahren und ließ mich in 13 ausbilden, die mir geholfen haben. Also ich ließ mich in der Geistheilung ausbilden in Indien, genauso wie bei einer Schamanausbildung in Nordamerika, bei den Kiowa-Apachen, genauso wie in Patagonien, in Südamerika, die traditionelle chinesische Medizin in Peking. Und bei den Aborigines Auflösung von Traumas und das Seelenflüstern und also bei und die kleinen Hawaii, die Gahi, die magische Berührung, die man heute kennt als Quantenmatrix-Heilung. Und manche Techniken halfen so super bei meiner Migräne, dass ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Ja, der ganze Schmerz löst sich von Tag zu Tag mehr und mehr auf. Ja, und aber sie half nicht zum Beispiel bei meinen Bauchschmerzen. Ja. Und aber eine andere Technik half wieder beim Bauchschmerz. Oh. Und da kam mir damals schon der Gedanke, es muss doch möglich sein, dass man diese tausend alten Heilweisen zu einer neuen ganzheitlichen Heilkunst erschafft, also eine neue Form entwickelt. Ja. Ja. Diese, wo ich nach 27 Jahren ja entstanden ist, die neue Heilform, die, wie ich sie nenne, die SHT, die Selbstheilungstechnik, was ein Verbund von vielen Heilweisen ist, die ineinander greifen. Genau. Wie lange machst du das jetzt schon mit diesen, also erstmal mit den Erfahrungen der einzelnen Heilweisen, dass du dann darauf kamst, man muss doch irgendwie was schaffen können, dass man dieses Groß in einen Topf schmeißt, sag ich mal so. Genau, dieser Gedanke entstand eigentlich schon sehr, sehr schnell. Damals war ich, glaube 23 und da hatte ich schon 4 oder 5 Heilweisen kennenlernen dürfen. Und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass man für die Technik dahin fährt, sich ausbilden lässt, für die Technik hier. Das ist doch viel zu aufwendig. Und ich nahm halt Jesus beim Wort und er sagte ja damals, es geschehe nach deinem Glauben. Ja. Und ich sage also, gut, ich glaube, dass es, wenn ich glaube, dann ist es ja schon geboren im Geist, auf der geistigen Welt. Also ist schon da, es muss nur noch materialisiert werden. Also glaub dich dran, dass es möglich sein muss, viele Heilweisen zu finden und aus diesen Heilweisen eine einzige zu kombinieren, damit sie einfach auch in der Anwendung ist. Genau. Genau, nach tausenden Versuchen und nach knapp 30 Jahren ist es mir Gott sei Dank gelungen. Genau. Ich weiß, ich habe ja nun auch einiges auf deiner Website hier mal gelesen, habe mir das auch ausdrucken lassen. Also das ist schon sehr vielversprechend, auch was du da ansprichst, die einzelnen Heilweisen, die du praktisch zu deinem SHT gemacht hast, so würde ich mal sagen. Vielleicht gehen wir dann mal auf verschiedene Heilweisen, verschiedene Techniken ein. Das wäre vielleicht mal interessant, auch für unsere Hörer und für unsere Zuschauer. Ja. Ich denke, das ist etwas, wo man auch sich das fühlen kann, ja? Richtig, also wie schon gesagt, ich habe sie ja so, erstens, ich bin ja kein Heiler, muss ich vorneweg gleich sagen. Viele sagen zu mir, du bist ein Heiler. Da sage ich immer, ich bin kein Heiler, wenn, dann sind wir alle Heiler. Ja. Da wir ja alle den Heiler, den Arzt in uns haben. Und viele sagen zu mir immer, man muss auserwählt werden, um das zu können. Da sage ich, nein, wir sind alle auserwählt. Ja? Und durch mich fließt keine Energie, sondern ich aktiviere nur die Selbstheilung bei den Leuten oder gebe eine Gebrauchsanweisung, weil ich sage, mach das so und so und so. Und damit, da du ja der Schöpfer deiner Realität bist, du bist ein Teil der Schöpfung, aktivierst du selbst die Selbstheilung. Also das bin nicht ich, ich gebe dir nur die Anweisung, wie das funktioniert. Genau. Ja, und die Techniken, wie funktionieren die Techniken? Wie funktionieren Techniken? Im energetischen, im Meridianbereich und im körperlichen, im mentalen Bereich. Also wenn irgendetwas in unserem Leben nicht funktioniert, egal was es ist, dann herrscht eine Disharmonie auf der Seelenebene. Richtig. Und die SAD, sie hat die Hauptaufgabe, diese Harmonie herzustellen, die Lebensenergie des Qi wieder fließen zu lassen. Zum Beispiel bei der traditionellen chinesischen Medizin, die ich auch
dabei ist bei der SHT, mhm. da werden Meridiane entblockiert, richtige ja. Meridiane. Denn wenn nur ein Meridian blockiert ist, wie ein kleiner Fluss, wo Wasser drin ist, dann mhm. staut sich das Wasser mhm. und die Lebensenergie, das Qi, sucht sich wie das Wasser einen anderen Weg. Mhm. Ja? So werden viele Organe überversorgt und manche werden unterversorgt. Genau. Und schon bricht das Gartenhaus zusammen. Richtig. Ja? Mhm. Und deshalb ist diese TCM auch schon mit drin in dieser SHT, ja. Ja, um die Blockaden erstmal aufzulösen. Genau, ich habe es gesehen, also TCM, mhm. du machst natürlich auch viele, auch fernöstliche Heilungen, ja. noch anderen. Vielleicht, genau. dass man das nochmal so ein bisschen erläutert, weil diese mhm. SHT, das ist jetzt etwas, möchte ich den Hörern und den mhm. Zuschauern natürlich mal hier näher bringen. Ja. Denn das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache, ihr Lieben, mhm. dass wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. SAT beruht ja, wie gesagt, auf mehreren Techniken und manche sind eigentlich schwer zu erklären. Also eine Technik, wenn man es Technik nennen möchte, ist die Liebe. Mhm. SAT, das Fundament ist die Liebe. Mhm. Denn auch die Selbstliebe. Denn wenn der Mensch nicht in seiner Liebe ist, in seiner Mitte, dann ist er aus seiner Mitte und dadurch wird er orientierungslos wie die Delfine im Meer. Ja. Ja, und was passiert dann mit den Delfinen? Sie stranden, wenn man sie nicht ins Wasser zurückschiebt, sterben sie. Mhm. Und so ist es mit uns ähnlich. Mhm. Also wenn wir nicht mit unserer Liebe sind. Wir sind aus Liebe, aus Licht geboren und wir wurden seit Beginn an wieder langsam aus unserer Mitte herausgeschoben. Mhm. Und deshalb funktioniert es nicht. Und wenn wir in Harmonie sind, ich habe hier was dabei. Upalabum. So, habe ich gern dabei. Ich arbeite gerade auf meinem Seminar mit Würfeln, mit praktischen Beispielen. Sehr schön, ja. Die Finger, die sind Würfel wahrscheinlich. Den kennen wir ja. Und dieser Würfel, der hat 43 Billionen Varianten, mhm. um ihn in Harmonie zu bringen. Ja. So, und wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Wenn man weiß, wie es geht. Ich habe ihn 22 Jahre und ich habe es probiert in meiner ganzen Intelligenz, aber es hat nicht funktioniert. Ja? Und dann nach 22 Jahren kam Besuch aus Norwegen und er sagte zu mir, wow Roberto, du hast ja so einen schönen Würfel, hast du ihn schon mal in Harmonie gebracht? Da dachte ich, in Harmonie gebracht? Bitte schön, großer Meister, mach mal. Und ein paar Minuten hat er das gemacht. Für mich war das natürlich der größte Meister auf Erden in diesem Augenblick und ich dachte, Mensch, bring mir das bitte bei. Ja? Und in 2 Tagen hat er es mir beigebracht. Er hat gesagt, wenn du es weißt, ist es einfach. Wenn du es nicht weißt, dann verbringst du dein ganzes Leben damit und du wirst es nicht hinbekommen. Richtig. In Harmonie. Richtig. Ja? Jetzt mit diesem Würfel ist es genau das Gleiche. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es einfach. Wenn man nicht weiß, ihr gehört es zu den schwersten Sachen der Welt oder auch nicht. So, wie wir es machen. Ohne Garantie. Ich bin mhm. immer ein bisschen aufgeregt. Auf die Schnelle. So, jetzt haben wir den Harmonie gebracht. Ja, so, wenn man es weiß, wie es geht, ist es ja, einfach. Wenn man nicht weiß, ja, ich habe 22 Jahre probiert. Und wenn man mhm. in seiner Liebe ist, sage ich immer in meinen Seminaren gerne, mhm. dann kann man aus seiner Schöpferkraft schöpfen. Ja, Liebe, Schöpferkraft. Mhm. So, dann funktioniert auch die eine erfüllte Partnerschaft, das Finanzielle, der Sinn des Lebens und die Gesundheit. Aber nur, wenn wir in Harmonie sind. Mhm. Aber der Mensch ist halt nicht in Harmonie. Richtig. Das ist das große Thema. Richtig. Und auch ich habe es probiert, über 30 Jahre aus diesem Sumpf herauszubekommen, habe es aber nicht geschafft. Mhm. Nur mit diesen Gebrauchsanweisungen. Mhm. Und habe aus mehreren Werkzeugen, sage ich mal, ein Werkzeug gemacht und hole in meinen Seminaren die Teilnehmer dort energetisch ab, wo sie gerade sind. Ja. Ja, weil ich gelernt habe, dass man den Lauf seines Schicksals verändern kann. Egal, wo man gerade steckt. Egal, wo man gerade steckt, viele glauben es nicht, sind dann sehr verwundert, dass es dann doch funktioniert. Das ist wie mit dem Würfel. Ohne Gebrauchsanweisung, ja, bekomme ich einen Knoten ins Hirn. Mit der Gebrauchsanweisung ist genau. es eher oder weniger ein Kinderspiel. Stimmt, ja. Du sagtest gerade, die meisten Menschen sind nicht in Harmonie, gebe ich dir vollkommen recht, ist so. Nur ich erlebe es auch immer wieder mhm. bei Telefonaten oder Gesprächen, dass eben viele Menschen gar nicht mal wissen, ob sie sich selbst lieben.
Das ist ein ganz großes Problem und von der Mitte wissen sie auch recht wenig, was die Mitte überhaupt ist, wie sie reinkommen, wie sie rauskommen, wann sie raus sind und wann sie drin sind. Das ist auch immer ein Thema, wo ich auch ganz sensibel bei mir mal schauen darf. Ja, ja, hast du da vielleicht irgendwo einen Hinweis, um es einfacher zu machen? Das ist einfach. Es ist so, man kennt ja den Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber uns selbst lieben wir nicht. Wir lieben die Partner, die Kinder, das Meerschweinchen, was auch immer. Aber uns selber lieben wir nicht. Und wenn ich den Leuten sage, wenn sie bei mir waren, ganz ehrlich, wie sehr liebst du dich? Ja, also so richtig lieb haben, sagt beinahe jeder, ja, du, ich bin ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter, wie kann ich mich lieben? Und da fängt es schon an. Ja. Ja, das ist eigentlich schon der Kernpunkt. Und ja, und da gebe ich dir natürlich Hausaufgaben. Ich sage, mach SAT jeden Tag 2 Minuten, dass du in deine Liebe kommst. Denn das Fundament ist die Liebe. Liebe ist die größte Macht des Universums. Und ohne Liebe kannst du noch so viel Geld haben, noch so erfolgreich sein. Du wirst dann entweder immer wieder krank oder die Partnerschaften funktionieren immer wieder nicht. Weil die Hauptthemen dieser Welt sind, dass Leute immer zu wenig Geld haben, immer wieder krank sind, Pflichtehen führen und keine Erfüllung im Leben haben. Richtig. Ja, und das ist eigentlich einfach und doch so kompliziert. Ja. Ja, und deshalb, wie schon gesagt, ist da diese Liebe drin, traditionelle chinesische Medizin, die Gahi, die magische Berührung, ein klein wenig Seelenflüstern, die Selbstliebe ist ganz groß drin, die Dankbarkeit. Wichtig. Denn eine Dankbarkeit hat eine ganz große Energiedichte. Und das wissen halt sehr, sehr wenig. Also nicht sagen Danke, sondern ja, wirkliche Dankbarkeit und Glaube. Weil die meisten Menschen, ich sag mal 98%, glauben nicht, sie hoffen. Und hoffen heißt, ich glaube nicht. Hoffen heißt, irgendwann kommt so mal was. Ne? Vielleicht, genau. Ja. Aber hoffen heißt eigentlich, ich glaube nicht. Ja. Wenn ich glaube, dann brauche ich nicht hoffen. Ja, und die SAD hat diese Aufgabe, diese Komponenten in Harmonie zu bringen. Dann funktioniert es auch. Aber nur so, das ist wie wenn ich ein Kind, viele sagen zu mir am Telefon, erklär mir mal SHD. Da sage ich, du, erklär mal ein Kind, wie Schwimmen geht. Geht gar nicht. Geht nicht. Ich muss es vormachen. Ja, genau. Deshalb nehme ich die Leute in die Hand und sage, guck mal, ich mache es 5-mal vor, du machst nach oder ihr macht es nach. Nach 5-mal bekommt ihr die Gebrauchsanweisung und dann macht ihr selber. Ja? Und dann und abends könnt ihr dann schon loslegen, bei sich oder bei ihren Betreuten, Familien, die Selbstheilung zu aktivieren. Aber ich muss ihnen vormachen. Ja, das ist richtig. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Jetzt kamst du gerade noch mal drauf, ja, diese Selbstliebe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Jahre gebraucht, um mal zu erkennen, wie lieb ich mich doch haben kann. Ja. Ist gut, ja. Ich hatte immer geglaubt, ich liebe mich, doch das war gar nicht die Selbstliebe, sondern das war was ganz anderes und da habe ich lange für gebraucht. Ja. Auch um meine Mitte zu erkennen, das war auch wichtig. Ganz wichtig, weil wir werden ja, die Liebe wird uns ja aberzogen. Wie kann man sich nur selbst lieben? Das ist ja Narzissmus, das ist Egoismus. Genau, das gehört sich nicht. Gehört sich nicht, ja. Das ist aber alles alte Glaubenssätze. Alte, nicht verbindliche Glaubenssätze. Mhm. Genau. Und ja, aus dem Glaubenssatz wird irgendwann mal die Realität und irgendwann unser Schicksal. Ja, natürlich. Ganz einfaches Prinzip eigentlich. Und doch so anscheinend so schwer zu durchbrechen. Was doch leicht ist, wenn man weiß, wie es geht. Vorausgesetzt. Das ist wichtig. Ja. Nur ich sagte jetzt gerade, also gerade mit der Selbstliebe, ich denke, da hapert es bei ganz vielen Menschen. Ich glaube, 98%, ja, alle, die bei mir waren, habe ich immer gefragt, was hast du heute für dich getan? Und dann sagen die Leute immer, wie für mich? Ich habe die Kinder in die Schule gebracht, sage ich, ja, und für dich? Ja, wie für mich? Dann das Abendessen für die Familie, sage ich, ja, und für dich? Sag ich, wie für mich? Ja, dann das gemacht und das gemacht. Sage ich, ja, schön, und was hast du für dich gemacht? Dann höre ich immer, ja, wie für mich habe ich nichts gemacht. Du brauchst für mich was tun. Genau. Aber da fängt es an. Das sage ich, du lässt dein inneres Kind verkümmern. Ja. Du tust nichts für dein inneres Kind. Was passiert mit deinem Kind, wo ich mich nicht um ihn kümmere? Ja, es verkümmert. Und das ist mit der Selbstliebe genau das Gleiche. Wenn ich mich nicht selbst liebe, verkümmert etwas in mir. Weil wir suchen immer im Außen und im Außen können wir nichts finden, da ja alles in uns ist. Wir werden aber erzogen, im Außen zu suchen.
Ja, im Außen findet man es nicht. Ich weiß, dass ich früher immer so ein Schlagwort drauf hatte oder einen Schlagsatz, würde ich mal so sagen. Wenn ich gefragt wurde, ja, du, wie ist es denn mit deiner Familie und was ist denn für dich wichtig, wie denkst du denn? Habe ich immer gedacht, ja, erst kommen mal meine Kinder, dann kommt mein Mann, dann kommen zwei Hunde hatten wir noch und der Vogel, da kommt eine ganze Zeit gar nichts und dann komme mal ich. Das war meine Lebensphilosophie, bis ich mal ganz umgekehrt habe. Und ich dann nochmal gefragt wurde, erst komme ich. Ganz wichtig. Dann kommen meine Kinder, dann mein Mann etc. Dann sagten die immer, wie, erst kommst du, bist du egoistisch. So ist es. Sag nein, wenn es mir nicht gut geht, geht es allen anderen auch nicht gut. Das ist die goldene Regel. Ja. Ja, ist der Meisterweg, ja. Weil wenn es dir gut geht, geht es auch meistens den drumherum. Genau. Der Familie, den Weberknechten an der Wand, wen auch immer. Allen. Dem Ganzen. Wenn es dir schlecht geht, ist dem anderen natürlich auch schlecht, weil du schlecht drauf bist. Genau, genau. Ja, das ist diese goldene Regel. Und das haben die Leute verlernt. Die müssen, die denken, sie müssen sich aufopfern für alle und für jeden. Heißt ja nicht, ich sage immer, die Kunst, ein Egoist zu sein. Gibt es ein schönes Buch darüber. Aber nicht, aber die Kunst, ein Egoist zu sein, ohne andere zu verletzen. Also sagen, liebe Familie, glaubt mir, wenn es mir gut geht, dann geht es euch auch besser. Genau. Und das muss dann oft die Familie auch begreifen. Ja. Ja. Also man, das hat ja überhaupt nichts mit Egoist oder so zu tun, sondern etwas für sich zu tun, das ist etwas Herrliches. So ist es. Wenn du für dich was tust, tust du es ja für die Familie in dem Sinn zum Wohle des Ganzen. Genau, ganz genau. Zum eigenen Wohle, zum Wohle aller. Ich finde das einfach toll. Ja. Ja. Wir kommen nochmal wieder auf die SAT-Technik natürlich zurück, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Denn diese Technik, die hat mich also wirklich jetzt auch sehr fasziniert. Wie gesagt, ich kenne natürlich auch schon vieles, das wisst ihr ja schon aus vielen Sendungen heraus. Jedoch, es ist, was mich da so fasziniert hat, dass du mal aus vielen guten, tollen Dingen wirklich ganz viele Töpfe hattest du rumherum. Ja. Dann hast du den großen in die Mitte gestellt, hast das mal alles reingepackt und wendest es umgerührt und wendest es dann so an, wie es gerade richtig ist. Das fand ich so herrlich. Dieses, die Selbstheilungstechnik aus vielerlei anderen Heiltechniken entwickelt, würde ich mal so sagen. Ja. Da möchte ich nochmal dran ansetzen. Ich habe auch gelesen, glaube, die russische Heilmethode, die hast du auch mit drin? Die russischen, nein, die sind sehr gut. Ja. Aber sie dauerten mir so lange. Ach so. Und die habe ich zwar gelernt, aber ich habe mich entschieden für die Techniken, die schnell gewirkt haben. Ich hatte 13, die sehr gut waren, für mich geholfen haben. Aber ich dachte, bei einigen, die sind toll, aber sie dauern so lange. Und mein Ziel war es immer, weil ich auch wieder daran glaubte, es muss schnell gehen, es muss einfach sein und es muss nachhaltig wirksam sein. Das ist gut, sind diese drei Säulen. Ja. Und daraus entstanden diese tausenden Versuchen. Meine Techniken haben nicht so miteinander harmoniert, die anderen haben sehr gut miteinander harmoniert. Und mal dieser Thema kann man sich so vorstellen, ein Kind ist schmutzig, man macht es in die Badewanne rein und wäscht es, den Dreck weg, holt man es wieder raus. So funktioniert die SHD, die eine Technik ist die Seife, die eine Technik ist das Wasser, die dritte Technik ist die Bürste, wenn man so sagen möchte, oder der Lappen. Und die vierte Technik ist die Mutter oder der Vater, mit der Hand. So kann man sich das ungefähr ganz, ganz grob vorstellen. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du mit der Quantenphysik oder auch arbeitest. Gut. Ja. Dann habe ich was von Matrix gelesen. Das ist ja alles, sind ja alles Techniken, die sind uns allen, glaube ich, irgendwo bekannt. Und doch, ich habe das Gefühl, viele versuchen diese vielen einzelnen kleinen Techniken und kommen trotzdem nicht weiter. Ja. Ja. Weil ich glaube, also es ist einfach nur, was ich jetzt auch heute hier sage, muss ich immer betonen auf meinen Seminaren, ist einfach meine Wahrheit, meine Erfahrung, meine Wahrnehmung aus 30 Jahren. Ja. Und die gebe ich so weiter, da es ja Wahrheit in dem Sinn ja gar nicht gibt. Und es ist so, wie wenn ich ein Haus bauen möchte. Ich möchte ein Haus bauen und dafür brauche ich ja einen Elektriker, einen Dachdecker, einen Plattenleger und so weiter. Ja, etliche Gewerbe, Und dann bringt man nichts, wenn ich einen Elektriker hole und sage, bitte bau mir ein Haus. Also ich brauche ein Team. Und oder im Haus stimmt was nicht. Ich denke mir, vielleicht ist irgendwo Schimmel. Wie finde ich den? Da brauche ich einen Spezialisten. Ja? Und mit der SAT ist es genau das Gleiche. Sie arbeitet ja auf allen Ebenen
auf der geistigen, auf der emotionalen, mentalen und körperlichen, um die Ursache schnell zu finden und harmonisierend aufzulösen. Denn in der heutigen Zeit glaube ich nicht oder kaum, dass man mit einer oder zwei Techniken viele Ursachen auflösen kann. Vor 50 oder 100 Jahren, das war eine andere Welt, ein anderes Zeitalter. In der heutigen Zeit kommt nur noch dazu das Schnelllebige und dann die ganzen Schwingungen, wo in der Luft sind. Oh, ja. Wir leben, ich sage immer, wir leben in einem Röntgenapparat, in einer Waage berauscht. Das kommt noch dazu und dadurch kommt mit einer Technik oft, man verliert die Spur. Ja, und mit der SHT, weil es halt so ein Team von Experten ist, wie ein Krankenhausexperten hat, in Anführungszeichen, und nicht nur ein Allgemeinarzt, also ein Team von vielen verschiedenen Ärzten, ist die SHT genau das Gleiche. Da wir ein Team haben, hat jeder seine Aufgabe. Und so ist die Ursache zum Teil recht schnell gefunden und auch aufgelöst. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Genau, ganz genau. Das finde ich also wirklich hoch, hoch spannend. Ich möchte da trotzdem noch mal ein bisschen reinbohren, wenn ich darf. Weil mir ist das wichtig, dass unsere Zuschauer und Zuhörer das ja auch gut verstehen und jetzt wirklich wissen, was erwartet mich denn, wenn ich jetzt zu dir komme? Ja, was erwartet man noch, zu mir kommt? Dass man ein Werkzeug an die Hand bekommt und sein Leben in seiner schönsten Form zu leben, so wie ich es jetzt lebe, in meiner schönsten Form, partnerschaftlich, finanziell, gesundheitlich und erfüllend. Das heißt, ich stehe morgens auf, gehe abends ins Bett und dazwischen mache ich das, was ich möchte. Das ist für mich Erfüllung. Ja. Gesund zu sein, keine Schmerzen mehr haben, eine tolle Partnerschaft zu haben, das ist für mich diese Harmonie. Ja? Und wenn die Leute zu mir kommen, hole ich sie ab, da wo sie stehen, gebe denen dieses Werkzeug an die Hand, nehme sie an die Hand und sage, du, das ist die Gebrauchsanweisung, wir üben es jetzt mal 5-6 Mal hintereinander und das war's eigentlich. Ja, es ist für viele viel zu einfach und viele denken sich ja, das war's das jetzt? Sag ich, ja, das war's. Ja, was einfach so simpel ist, weil ich diese jahrtausendalten Heilweisen vereinfacht habe. Ja. Ich habe sie entstaubt, vereinfacht, bis sie wirklich so einfach waren, dass sie selbst Kinder sie anwenden können. Und das ist gut, ja. Das war wichtig. Und dass keine Energie durch mich zu ihm fließt und von ihm nicht zu mir fließen kann. Ah, ja. Wie es bei der Geistheilung oft die Gefahr ist, dass ich mir was einfangen kann. Oh ja. Das war für mich auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht passieren darf. Also, was machst du da? Machst du da Schutz? Ich arbeite ja nicht wie die Geistheilung, dass durch mich Energie durchfließt, sondern ich aktiviere bei ihm, wie ein Code, sage ich mal, seine Selbstheilung. Das heißt, diverse Punkte oder so. Genau, ja. Richtig. Und dadurch öffnet sich der Kanal zur Schöpferkraft und dann kann er seiner Schöpferkraft schöpfen und dadurch in seine Mitte kommen, in seine Liebe, in seine Selbstheilung. Ja, das ist sehr wichtig, ja. Und wenn ich ihm den Schlüssel gebe, sage ich so, jetzt mach's selber. Ja. So einfach ist das eigentlich. Das hört sich wirklich total einfach an. Also viel zu einfach an für viele. Und selbst wenn ich bei Ärzten war oder wo ich auch war, das in so eine Therapeutenrunde gemacht habe, die haben es zwar gesehen, aber konnten es trotzdem nicht glauben, ob es funktioniert hat, weil es nicht in ihre Realität reinpasst. Ja, das ist logisch. Das passt natürlich nicht rein und viele tun es ja auch ab und trotzdem, ich glaube auch, viele, viele Ärzte, die das sehen, wahrnehmen, jedoch dagegen sprechen, denken im Hinterstübchen schon, da könnte was dran sein. Ich sage damit, einige arbeiten ja damit, also viele sogar. Ja. Aber unter verborgener Hand, das nicht öffentlich, weil sie noch nicht wissenschaftlich. Aber wir sind gerade dabei, es wissenschaftlich zu belegen, damit die Ärzte, auch die Krankenhäuser offen damit arbeiten können. Ja. Das ist auch ganz, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Finde ich auch. Ja. Ich finde, das sollte mal einhergehen, dass die Schulmedizin sich auch mal dafür interessieren darf. Dürfen es ja noch nicht einmal öffentlich. Also, das ist ja das Schlimme. Ja. Dass also da jeder Arzt, der geneigt ist, wirklich sich dem zu öffnen, der macht es hinter verschlossenen Türen. Das bekommt aber Riesenprobleme sonst. Ja. Ja. Und deshalb, du bist halt jetzt, bin ich gerade dabei, es wissenschaftlich zu belegen. Dauert vielleicht noch ein Jahr oder zwei. Ja. Denke ich mal, dann dürfte es auch noch da abgehakt sein, dass die ganz normal die Krankenhäuser damit auch arbeiten können. Das finde ich also hochinteressant.
man kann sich bei dir ausbilden lassen, will ja. ich mal so sagen. Oder die Gesundheit erkaufen oder was weiß ich auch immer. Gesundheit erkaufen ist gut. Ja, das Werkzeug kaufen. Das Werkzeug ja, ist ja, haben, genau, aber erklären ich lassen, um sich selbst zu helfen, nicht mehr so abhängig zu sein. Das war auch die, bei den Leuten, die mir gekommen sind, habe ich immer gesagt zu den Klienten, habe ich gesagt, es ist so sinnvoller, wenn ich das beibringe, dann kannst du es selber, musst nicht mehr zu mir kommen oder zu jemand anderes. Du kannst es bei dir immer anwenden, das vergisst du ja nie wieder. Mit deinen Kindern, bei deiner Familie, bei deinen Freunden ist doch zehnmal sinnvoller. Ja. Ja, und deshalb biete ich ja seit einiger Zeit diese Tagesseminare an, indem ich dieses Werkzeug weitergebe. Ja. Wo finden diese Tagesseminare statt? Deutschland, Österreich, Schweiz. Also deutschlandweit auch, also ja, vom Bodensee bis nach Hamburg. Oh doch, herrlich. Ja, ja. Das ist dann richtig groß gefächert auch, sodass jeder sagt, der jetzt gerade oben im Norden wohnt, ich muss nicht zum Süden runter. Ach, so ist es genau. Ja. So, sagen wir so, obwohl ich Leute gehabt habe, die kamen ja aus allen Ecken der Welt. Ja. So ist es nicht. Wenn was wichtig ist, dann ist es mir es auch wert. Das ist ich richtig. Ich bin ja auch nach Nordamerika zu den Indianern gegangen. Nach Australien, in den Bush, in den Aborigines. Ich habe die Frage gestellt, ist es mir wert? Mir war es halt wert, weil ich ja wirklich unvorstellbar Schmerzen hatte. Und ich sagte, aber ich mache alles dafür. Genau, Ja. Dass man dann sagt, also das ist es mir wert, jetzt ich probiere einfach alles. So ist es. Aber ich verstehe auch viele Leute, die sind krank und können nicht richtig laufen oder sitzen oder wie auch immer, Auto fahren. Wenn man sagt, Mensch, das ist mir doch eine lange Strecke. Ja. Und deshalb habe ich so versucht, so zu machen, dass ich verteilt von Norden nach Süden so Seminare gebe. Also ich weiß, das steht natürlich auf deiner Website, die SAT-Selbstheilungstechnik, als auch auf der Referentenseite hier bei uns im LRB Lotusblüte. Bitte da mal drauf schauen. Ihr seht das Foto von Roberto Antela Martinez und da mal einfach anklicken auf das Foto und dann öffnet sich natürlich schon die Referentenseite und dann könnt ihr dort auch ganz viel lesen, erfahren und euch natürlich auch weiterklicken. Dann öffnet sich auch immer wieder die Internetpräsenz von Roberto. Ich finde, da gibt es wirklich sehr Schönes und Gutes zu lesen. Sollte man tun, also wir werden natürlich heute noch mehr erklären, jedoch im Nachhinein schaut einfach mal, es kostet nichts, sich da zu informieren und ich glaube, es wird euch gut tun, da mal, diese einzelnen Techniken zu erleben, vielleicht schon im Lesen zu erleben, um sich dann zu entscheiden, das mache ich mit. Denn Roberto, ich finde, kannst dir vorstellen, wir kommen natürlich mit vielen, vielen Heiltechniken in Verbindung, ist ja logisch. Und mich hat diese SHT sehr angesprochen. Warum hat sie mich angesprochen? Weil es genau das ist, es ist mein Prinzip, viele, viele Dinge selbst erstmal erfahren an sich, so habe ich auch gelernt, um dann daraus mein eigenes Ding zu machen, und zwar aus den eigenen Erfahrungen. Ja, ja. Das ist genau das, was mich so fasziniert hat und wo ich sagen kann, das hört sich gut an, das hört sich nachhaltig an, das hört sich auch wirkungsvoll an. Und du hast etwas noch gesagt, nicht ich heile, sondern ich gebe nur die Gebrauchsanweisung. Das ist mir wichtig. Ganz wichtig. Das finde ich also ganz, ganz enorm und ganz toll. Und ich denke, wir gönnen euch jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, erstmal eine kleine Pause. Ihr hört jetzt schöne Musik. Etwas Werbung kommt noch hinein von Roberto Antela Martinez. Und gleich sind wir wieder für euch da. Nicht weglaufen. Thank you.
Ja, ihr Lieben, ich grüße euch natürlich alle nochmal, auch die sich jetzt neu zugeschaltet haben, zu unserem heutigen Live-Sendung hier bei uns im RB Lotusblüte mit Roberto Antela Martinez zu seiner wunderbaren Technik, ich sag mal die SAT-Selbstheilungstechnik. Das ist etwas, worüber du ja natürlich jetzt schon einiges berichtet hast. Jedoch, ich glaube, da gibt es noch einiges mehr zu berichten. Wir hatten schon gerade während der Pause so ein bisschen geplaudert. Roberto, was natürlich unsere Hörer und unsere Zuschauer, natürlich auch mich, mal so interessieren würde, welche Erfolge hast du denn schon in der Zeit, in der du das jetzt auch nach außen anwendest, so erfahren und erleben dürfen? So viele Erfolge, wie es Themen gibt. Also ob es Allergien sind, Süchte, Traumas, Schmerzen, Ängste, egal was es ist, also wirklich so viel Erfolge, wie es Themen gibt. Ja. Oh, Maximum schön heißt. Unzählige. Also jetzt zum Beispiel gerade mit Allergien. Ja. Ich habe auch Probleme damit, mit Allergien. Mhm. Also ist mal mehr, mal weniger. Okay. Ist halt so. Mhm. Es hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Okay. Früher hatte ich das nie. Warum auch immer. Und da würde mich das auch interessieren. Ist es da? Ja, natürlich, klar. Für jede Allergie, für jede Sucht, egal was, gibt es einen Schlüssel. Mhm. Das habe ich erfahren dürfen, dankbarerweise, weil ich gesehen habe, Sachen, die es eigentlich gar nicht geben durfte. Mhm. Ja, dann dachte ich mir, das ist doch gefaked oder was auch immer. Heute weiß ich, dass es nicht so war, das funktioniert. Für jede Sucht, für jede Allergie gibt es einen Schlüssel. Ja, und das gebe ich den Leuten auch weiter im Seminar, weil ich dann sage, guck, so funktioniert das. Ja. Ja, und fertig. Ich halte es gern einfach, weil ich auch bei den Indianern oft gesehen habe, wie einfach zu manchmal die Sachen gingen. Oder auch bei den Aborigines, meinen Meistern, und bei Jesus auch, die war nicht dabei, aber zumindest bewusst. Aber diese Einfachheit, ja, ja. Wie dann zu den Blinden hinging, ja, möchtest du sehend werden, verbunden mit dem Vater, es geschehen nach deinem Glauben, der nächste bitte. Das fand ich so super. Ja. Na, das so einfach müsste auch gehen, unkompliziert. Genau. Ja, das ist meine Devise, es muss schnell gehen, einfach und es muss wirken. Nachhaltig wirken, das ist wichtig, ja. Genau. Absolut. Also wie gesagt, auch Allergien hattest du da schon drunter, ja, bei mir ja. Ist das nämlich schon so, dass sich da so ein bisschen Asthma eingestellt hat und das möchte ich nicht noch weiter ausdehnen, weißt du. Denn das sind auch Sachen, da muss man schon vorzeitig natürlich, ja, also drauf achten. Mein Asthma hat, mehrere Wochen gedauert, bis es weg war, wo ich es angewendet habe und meine Pollen- und Gräserallergie, die sehr extrem war, 16 Jahre, die war nach 4 Tagen weg. Ja. Also, was mich selber gewundert hat, mit bei den Leuten gemacht wird und die Leute machen es dann selber bei sich und es funktioniert, das ist auch immer, baff, die können es gar nicht glauben, die sagen, Medikamente, Tabletten, alles mögliche, Gegengift und so weiter. Und hier wird hier eine simple Technik eigentlich angewendet, meine Allergie ist weg. Ja, da sage ich immer, ist doch toll, freu dich. Ja. Dafür brauchst du auch keinen wissenschaftlichen Beweis, es funktioniert und fertig. Genau, ich meine, das sind natürlich die eigenen Erfahrungen, das ist das der beste Beweis. So ist das, ja, absolut, das ist, ne? Alles hat eine Ursache natürlich. Und wenn irgendwas nicht stimmt in unserem Leben, wir eine Allergie haben oder was auch immer, dann will uns eigentlich die Schöpfung damit sagen, dass etwas nicht in göttlicher Ordnung ist bei uns. Das heißt, wir sind aus unserer Mitte heraus. Nicht mehr, aber nicht weniger. Ja. Und wenn wir da reinkommen in unsere Mitte, dann löst sich das drumherum auf. Denn wenn wir in unserer Mitte, in unserer Liebe sind, dann sind wir auch so gut wie nicht mehr manipulierbar und lenkbar. Ja? Und somit dann verlieren wir auch unsere Angst. Denn mit Angst kann man einfach die Massen bewegen und manipulieren und so weiter. Und wenn die Menschen aus ihrer Mitte heraus sind, kann man sich halt toll lenken, weil sie orientierungslos sind und nach Hilfe suchen und in die Richtung gehen, wo Hilfe angeboten wird. Genau. Ist das eine Technik, in der man sich in die Meditation begeben muss, jetzt allgemein gesehen, was du machst? Oder hat es was mit Hypnose zu tun? Oder wie kann man es? Ja, ich bin mal noch so ein bisschen genau. Ist gut. Also, Technik funktioniert ungefähr so nach 2 Minuten. Wenn es gut läuft, ist nach 2 Minuten die Ursache gefunden und aufgelöst. Und hat mit Meditation gar nichts zu tun. Ich kann diese
diese SHT im Laufen anwenden, im Sitzen, im Stehen, im Liegen, spielt keine Rolle. Ja, toll. Und ich kann dabei sogar reden, also ich muss ja nicht hochkonzentriert dabei sein oder erste Miene machen, sondern einfach anwenden. Das ist so, wie wenn ich ein Kind sage, komm, jetzt gehen wir über die Straße. Das Einzige, was du darauf achten musst, du kannst pfeifen, du kannst singen, du kannst hüpfen. Das Einzige, was du darauf achten musst, dass die Ampel grün ist, dass du nach links und rechts schaust und wartest, bis die Autos warten, anhalten. Dann lauf los, springend, singend, hüpfend. Und hier ist ungefähr auch so. Also man muss nicht in Meditation rein oder so. Also auch keine Hypnose oder sowas in der Richtung? Nein. Genau, das war jetzt nochmal so eine Frage, wo ich denke, die meisten sagen, muss ich bestimmt lange meditieren oder in die Hypnose gehen oder, richtig. Oder. Jedoch, ihr hört, es ist sehr einfach dargestellt. Also ich bin selbst ganz verblüfft, muss ich wirklich sagen. Ja, also hüpfen, tanzen kann man das wirklich sprechend und wie auch immer. Man kann es für sich erfahren. Das ist wirklich etwas Geniales. Ja. Lass dich überraschen, du bist gerne in einem Seminar eingeladen, wenn du in der Nähe bist. Kommst vorbei, machst deine eigene Erfahrung. Ich werde auf jeden Fall schauen, also wo was ist. Wie gesagt, Termine könnt ihr über die Referentenseite hier bei uns im RDB Lotusblüte natürlich erfahren. Auch dort haben wir nämlich einen Button Termine für dich und da kann man also draufklicken und dann ist man gleich schon bei Roberto. Oder eben halt über deine Seite sat-selbstheilungstechnik.de war das, oder? Selbstheilungstechnik, www.selbstheilungstechnik.com.de. Nochmal. Alles .com.de, selbstheilungstechnik.com. Genau, selbstheilungstechnik.com. Jetzt haben wir's. Ist jedoch auch hier eingeblendet im Film. Also wie gesagt, auch wenn wir es jetzt verkehrt gesagt haben, es ist eingeblendet und da geht nichts schief. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Roberto, ich möchte mal so einen ganz kleinen Schlenker jetzt machen. Denn du hast hier so wunderbare CDs mitgebracht. Ich halte sie mal hier so in die Kamera, kann man bestimmt sehen. Sieht man es ja. Und zwar, du spielst Panflöte. Wir haben ja auch schon etwas von dir, was wir auch schon im RDB Lotusblüte vorgestellt haben, gespielt haben. Panflöte, du machst so tolle Sachen. Du spielst Panflöte, ist das dein Hobby? Es war für meinen Beruf. Sag ich mal. Und jetzt ist es eigentlich eher ein Hobby. Ja. Genau. Also diese Panflöte hast du als Beruf wirklich ausgeübt und ist aufgetreten in verschiedenen... In Kirchen hauptsächlich. Ja. Ja. Wunderbar. Und ich habe diese jetzt so gemacht, da ich jetzt mit SAD arbeite und weiß durch meine Erfahrungen, dass diese Urschwingungen, diese 432 Hertz sind, uns in diese Urschwingung bringen und auch wieder eine heilende Wirkung hat und sie ja quasi 1937 verändert wurde, habe ich auch wieder diese Urschwingung gemacht. Ich habe meine Panflöten umgestimmt und dann sind wir drauf gespielt in 432 Hertz in der Urschwingung, in der Schöpferschwingung. Und man hört den Unterschied vom Klang her nicht, aber man spürt es meistens hinten in der Wirbelsäule. Ja, das ist richtig, also das ist ja toll. Das ist, also ich muss echt sagen, deine Musik ist himmlisch. Ich habe mir schon einiges angehört. Dankeschön. Also wir werden mit Sicherheit auch deine CDs hier bei uns im Radio Lotusblüte immer wieder mal in unseren Sendeplan mit aufnehmen. Das heißt, in unsere Sendeliste. Und ich liebe sowieso Panflöte. Also das ist, und du spielst es hervorragend. Also, Dankeschön. Wie lange machst du das schon? Seit ich 13, 14 Jahre alt war, wo ich in Patagonien war, bei meiner Urgroßmutter, da habe ich die erste Mal die Panflöte gehört. Der Klang hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, Mama, das möchte ich auch können. Ja. Und dann habe ich so nach und nach gelernt und da war es halt jahrzehntelang nur ein Hobby. Ja, und dann die letzten Jahre habe ich es als Beruf gemacht, weil ich ja zum Teil viel unterwegs war und einen normalen Beruf zum Teil auch nicht ausüben konnte, da ich ja durch meine Krankheit zum Teil behindert war und durch meine Reisen, sage ich mal, ja, und habe gesagt, komm, das machst du Panflöte, das kannst du, das macht dir Spaß, tut dir Leuten gut und bist zum Teil auch unabhängig. Ja, dass du dann sagen kannst, wenn ich jetzt im August nach zu den Indianern möchte, dann muss ich nicht um Urlaub fragen, sondern dann planst du es ein und in der restlichen Zeit machst du Panflötenkonzerte, ja, nur als Beispiel.
Also es hört sich schon wirklich sehr, sehr gut an. Auch die CDs findet man auf deiner Website, habe ich gesehen. Also da mal schauen. Man findet sie übrigens auch auf der Referentenseite, möchte ich mal hier noch was sagen. Also wir haben alles mit reingenommen, weil ich finde das immer wichtig, dass natürlich auch auf den Referentenseite so viel wie möglich an Informationen stehen. Okay. Ja. Mhm. Roberto, was hast du von deiner Seite, was jetzt noch wichtig wäre? Ich möchte wieder auf die SAT zurückkommen. Mhm. Was du vielleicht den Hörern, den Zuschauern noch mal näher bringen möchtest, denn ich finde, das ist ein so großes Thema. Absolut. Übrigens ist das doch auch für Tiere und Pflanzen, ne, ja, gelesen. Ja, die SAT, weil da wir ja die Tiere, die Pflanzen und die Menschen den gleichen Vater haben im Himmel, funktioniert es bei allen auch gleich. Auch die Anwendung ist bei allen gleich. Das erleichtert es ja so sehr, dass ich nicht beim Menschen eine andere Technik anwenden muss wie beim Tier. Ja. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ja. Und es wirkt bei allem gleich. Es ist unser göttliches Recht. Es ist unser göttliches Recht, glücklich, gesund, harmonisch zu sein. Viele Menschen glauben, dass wir leiden müssen und traurig sein müssen und arm sein müssen. Aber wie kann man glauben, dass das Leben, die Schöpfung möchte, dass wir leiden, dass wir arm sind, dass wir krank sind? Ich als Vater bin glücklich, wenn meine Kinder glücklich sind. Dann geht mir es gut. So, wie kann man glauben, dass die Schöpfung, wo reines Licht ist, reine Liebe, uns 1 Million mehr liebt, als wir je lieben könnten, auch noch im Ansatz möchte, dass wir krank oder traurig sind, um was zu lernen? Das ist absoluter Blödsinn. Das ist von Jahrtausenden überliefert gegeben uns, aber aus meiner Wahrheit ist das falsch. Die Schöpfung, das Leben will, dass wir glücklich und gesund und in Harmonie leben. Es ist unser Geburtsrecht. Und ja, ich habe es erleben dürfen, aus dem Sumpf herauszukommen, im Licht zu leben. Das macht viel mehr Spaß, glaub mir es. Und im Seminar, ja, gebe ich dir einfach einen Schlüssel in die Hand, wenn du möchtest, um auch dein Leben in seiner schönsten Form zu leben. Roberto, du machst auch Ausbildung oder bietest auch Ausbildungen an. Ja. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand so sehr das interessiert, der sagt, damit möchte ich auch arbeiten. Richtig, weil viele ja gesagt haben, Mensch, du machst so viele Sachen, das ganze Wissen, und im Seminar bin ich ja nur ein Stückchen davon an. Ich weiß schon sehr viel, aber nur ein bisschen. Dann habe ich mich entschlossen, es einfach, da so, der Antrag ist sehr groß. Ja. Und ich wurde einfach überfordert. Dass ich mir überlegt habe, ich bilde die Leute aus, Deutschland, Österreich und Schweiz mäßig, also im deutschsprachigen Gebiet. So. Haben die Leute dann ein komplettes Zertifikat, die komplette Ausbildung mit meinem ganzen Wissen wird dann übertragen und können dann einen neuen Heilberuf, sage ich es einfach mal, nachher nur den Menschen helfen. Die Menschen haben eine Anlaufstelle und ich bin entlastet. Und da hat jeder was davon. Auch das ist wieder zum Wohle des Ganzen. Wie lange dauert solch eine Ausbildung? 14 Jahre. Nein, ein Scherz. Nein, es geht über 4 Monate. Einmal im Monat, ein Wochenende sind das. Und dann bekommt man eine DVD mit nach Hause von diesem Wochenende, um das Gelernte vom Wochenende einen Monat lang zu Hause nochmal zu üben, ja, sich setzen zu lassen. Und dann kommt der nächste Kapitel im zweiten Monat, also jetzt zum Beispiel März, April, Mai, Juni. Am Wochenende. Und dann zu Hause nochmal, um das. So, immer ein Wochenende, einmal im Monat, genau. Von Freitag bis Sonntag oder wieder? Von Freitag bis Sonntag, ja. Und das geht dann über 4 Monate. Ah ja, genau. Und dann hat man, genau. Gut, ja. Finde ich das mit der CD, dass man das zu Hause vertiefen kann. Ist ganz wichtig, weil man nimmt so wenig auf in so einem Seminar über 3 Tage, dass man dann die Frage stellt, was war wie und wo, und dann mache ich es zwar gut und schön, aber wenn eine DVD hat, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, kann man sehr Zeit zurückfahren, stoppen und nochmal anschauen in Ruhe, nochmal üben. Das vertieft das Ganze, weil es soll ja Hand und Fuß haben. Das, was ich in 30 Jahren gelernt habe, habe ich ja wirklich versucht, so zu vereinfachen, dass es wirklich in 12 Tagen rüberbringen kann, wie in eine Praline, in einem silbernen Tablett, dass es schnell geht. Ja, und doch tief, trotzdem tief und wirksam, ist ja das A und O. Genau.
Die Ausbildungen finden wo statt? Auch Deutschland? Ja, in Allgäu. Im Allgäu? Im Allgäu. Herrlich, wo denn da? Im Allgäu, das ist in Gießleck. Jetzt finde ich es gerade in Gießleck, da gehört es in Gießleck. Und sehr schön, sehr energiereich. Mhm. Ja, das ist wichtig auch, das stimmt, dass das Seminarort auch außerhalb ist, also dass wir auch draußen üben können, also nicht da drinnen. Und da muss einfach alles stimmen, das ist einfach wichtig. Wunderbar. Ja, und Allgäu ist einfach, es gibt viele wunderschöne Orte auf der Welt, natürlich, klar. Mhm. Ja, aber ich habe gedacht, wo mache ich das, dass die Schweizer nicht keinen zu weiten Weg haben, und die Österreicher auch nicht und so die Norddeutschen. Es ist irgendwie so halb in der Mitte, dass jeder so den gleichen Weg hat, mehr oder weniger. Ja, genau. Ja. Und Allgäu, das ist wunderbar. Finde ich auch. Also ich kenne es Allgäu sehr gut, habe da viele Jahre Urlaub gemacht, Winter als auch im Frühjahr. Okay. Und daher kenne ich das und ich finde es einfach hervorragend. Mhm. Toll. Wirklich. Schön. Das wollte ich noch mal wissen. Ich denke, solch eine Ausbildung ist auch wirklich lohnend, wenn jemand noch eine andere Frage, muss ich dafür überhaupt medizinische Vorkenntnisse haben? Ja, also ein Doktortitel muss schon sein. Doch. Ja. Aber Professor nein. Nicht, ne? Nein, also überhaupt, man braucht gar keine Vorkenntnisse. Null, gar nicht. Und genau, wichtig ist, dass man es erstmal lernt, sich selbst von allen Blockaden zu lösen, von allen Traumas, sich erstmal reinigt, sich erstmal selbst lernt, jetzt bin ich erstmal in meiner Mitte, in meiner Liebe. So arbeitet man erst. Ja? Erstmal an sich selbst, bevor man dann das nach außen weitergibt. Genau, es geht ja nur über die Selbsterfahrung. So ist es. Ich hatte bei mir so, ne? So viele Geistheiler und Schamanen und Ärzte, die selber todkrank waren, zwar andere heilen konnten, ja, oder Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei anderen anwenden konnten, aber bei sich selber nicht. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist ganz wichtig, dass man erst sich selbst ins Licht bringt. Ja. Um dann auszuscheinen. Das ist ganz wichtig, ja. Absolut. Ich denke, das ist eine gute Alternative, um da nicht nur für sich selbst was zu tun. Ich meine, man kann natürlich auch ein Seminar machen bei dir. Ja, klar. Ein Tagesseminar. Kriegt dann auch schon einige Werkzeuge an die Hand oder in die Hand gegeben, absolut, um damit was anzufangen. Natürlich. Der eine möchte lieber, sag ich mal, sein Schicksal sehr schnell verändern. Ja. Der eine möchte mit der SHT so ganzheitlich arbeiten und gesund werden und so weiter. Und der andere, der sagt, sucht sich ein anderes Thema aus. Ich habe ja so viele Themen, vom Qigong mit Energie zu arbeiten oder von der Selbsthypnose, um seine Ziele 100 Mal schneller zu erreichen, bis zu 100 Mal schneller zu erreichen. Da ich ja viel gelernt habe, möchte ich gern alles, wo ich gut finde, weitergeben. Geht natürlich nicht in einem Tag. Das kann man nicht, möglich. Das schafft man nicht. Ne? So ist das. Genau. Ja. Doch, manch einer könnte natürlich aufgrund eines Tagesseminars sagen, das interessiert mich so, da will ich mehr darüber erfahren. Ja, ganz viele. Mehr wissen. Mhm. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, es ist für einen selbst anwendbar in erster Linie mal. Oder auch für die Familie, Freunde und was weiß ich. Und wenn man möchte, kann man sagen, ich mache das jetzt beruflich. So ist das, wer möchte, genau. Aber die SAD ist ja so konzipiert, dass sie es abends ja sofort bei all ihren Tieren, bei ihrer Familie, bei ihren Freunden anwenden können. Sogar aus der Ferne. Da geht es auch von der Quantenheilung. Ja. Also ob die Person jetzt in Italien lebt oder in Kanada, spielt keine Rolle. Ich brauche keinen Namen, kein Bild, kein Geburtsdatum. Ja. Ja, und es funktioniert. Wir machen ja so Tests, in denen man sich verteilt, im Hotel oder wo auch immer, wie toll es funktioniert. Mhm. Ja. Und das liebe ich, weil man SAD ist man unabhängig, man braucht kein Werkzeug. Man kann es überall in jeder Zeit einsetzen. Ja. Ja, das ist toll, auch wenn man Autofahren ist, auf Spaziergang im Wald. In der Fußgängerzone, man ganz überall, man ist nicht abhängig von irgendetwas. Wie reagieren zum Beispiel Tiere? Hast du da schon mitgearbeitet? Ja, ganz, ganz viel. Tiere reagieren traumhaft. Erstmal sind das sehr sensible Tiere, vor allem Katzen. Bei Katzen ist es so, sie werden unruhig die ersten 3-4 Minuten. Was sie spüren, da tut sich viel und bekommen ein bisschen Angst. Was passiert jetzt? Und versuchen sich zu verstecken. Und dann ungefähr nach 5 bis 7 Minuten werden sie so müde und legen sich irgendwo hin und schlafen. Da kann man sich sehr gut beobachten. Ja. Und du hast jetzt eine Katze, ich sehe eine schöne schwarze Katze, die ich auch schon mal gehabt habe. Und bei Pferden auch, ich hatte eine gehabt, die hat, bei ihr war sie auch Pferdeflüsterer, weil das Pferd panisch Angst gehabt hat vor Menschen, er konnte auch nicht helfen. Und mit der SHT nach 4 Tagen
war die Angst von dem Pferd genommen. Mhm. Und selbst der Pferdeflüsterer hat gesagt, was hast du gemacht? Mhm. Dann hat sie gesagt, SAT, der was? Mhm. Was ist das? Ja, also freut mich, wenn ich so die Geschichten höre von den Menschen. Ja. Toll. Ja. Vor allen Dingen kann man dem Tier ja nicht einreden, du musst jetzt daran glauben. Es ist kein Placebo. Ja, genau, ganz genau. Die Ärzte, die mir gesagt das haben, ja, so schön. Martin, ist Placebo, sage ich, ja, so, und bei Tieren und bei Babys und bei Kindern und bei Pflanzen, ja, das ist doch gar kein Placebo. Und genau. Bei 1000 Menschen, Erwachsenen, kann es kein Placebo sein. Nee, mit Sicherheit nicht. So ist es. Also wie gesagt, auch die, bei Pflanzen. So ist es, ja. Inge, da wirst du auch schon mal deine Erfahrungen mitgemacht haben. Ganz viele, ja, ja. Man kann es auch ganz in Plantagen machen oder nur einzeln. Ja. Man kann auch den Test machen, dass den Leuten immer empfehle, kaufte zwei Pflanzen, die nicht wo gleich aussehen, aber nicht mehr so gut dastehen. Und dann arbeite nur mit einer, ein, zwei Wochen lang mit der SHT und lass dich überraschen. Ja, also das ist schon ein Unterschied dann. Große Unterschiede. Das finde ich also wirklich ganz grandios. Ich denke, da wird uns wieder etwas geboten hier im RLB Lotusblüte, wo wir mit Sicherheit, ja, bestimmt ganz viele sagen, das will ich auch wissen. Und wenn ihr es wissen wollt, wie gesagt, scheut euch nicht auf die Seite von Roberto Antela Martinez. Das ist also, schwer, ich weiß. Nein, es ist gar nicht schwer, Roberto Antela Martinez zu gehen oder einfach auf die Referentenseite im RLB Lotusblüte. Ja. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich bei dir, dass du gekommen bist. Das muss ich wirklich sagen, denn es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vor allen Dingen auch mal dieses Thema SAT. Ich habe jetzt zwar gelesen, ich habe mich gut mit drin vertieft, jedoch jetzt im Gespräch ist mir vieles noch deutlicher geworden. Und das finde ich so schön. Und dafür erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ich danke dir nochmals. Und aus Dankbarkeit habe ich das ja auch in die Welt gebracht. Ja. Aus Dankbarkeit, dass ich genesen durfte. Genau, ja. Genau. Also nicht selbstverständlich war. Du hast vorhin auch über Dankbarkeit gesprochen, wie wichtig Dankbarkeit ist. Ich habe mal irgendwo einen Spruch also für mich geschrieben in einem schönen Bild. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Lebenserfüllung. Das ist für mich, wenn ich Leben der Meisterweg, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich dankbar bin, ich bin jeden Tag dankbar für das schöne Wetter oder für den Tag. Das Wetter ist ja nicht immer schön. Ja. Wir finden es nicht immer schön, jedoch der Tag ist exakt am Ende. Und wenn du dankbar bist, dann baust du automatisch Liebe auf. Ja. Dankbarkeit ist auch gleichzeitig Liebe. Richtig. Ja. Gefühlte Dankbarkeit. Und das unterschätzen so viele. Genau. Ja, toll. Schön. Es ist wichtig, dass man diese Dankbarkeit nicht nur sagt, ich bin ja dankbar, sondern dass man es fühlt. Das ist auch so. Ne, fühlt in sich, wie dankbar. Dann könnte man die Welt umarmen. Das finde ich so herrlich. Ja, so ist es. Ja. Ja, ich bedanke mich jetzt bei euch, umarme euch alle ganz, ganz lieb. Freue mich natürlich, dass ihr uns hier zugeschaut und zugehört habt. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere da ganz viel Interesse zeigt oder auch mal Informationen haben möchte oder ein Feedback abgibt. Ja, informiert euch und schaut euch an, was die SAT Selbstheilungstechnik alles bewirkt. Alles Liebe, das wünscht euch eure Sanara Angelika und mein Studiogast Roberto Antela Martinez. Muchas gracias, Dankeschön.